Hallo und herzlich willkommen zu diesen historischen Aufnahmen an der noch befahrenen alten Spessartrampe im März 2017. Der ET425, das Quietschi, das war eine Pendelregionalbahn, die zwischen Aschaffenburg und Haigenbrücken hin und her gependelt ist. Die kommt hier aus Laufach aus dem Tal hoch und wird dann im Bahnhof Haigenbrücken vom durchgehenden Hauptgleis aufs durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung wechseln, fährt dann in diesem linken Gleis durch den Schwarzkopftunnel, um dann im Gleis 1 in Haigenbrücken zu wenden. An diesem nebligen Vormittag habe ich oberhalb des Schwarzkopftunnels als erstes Stellung bezogen, befinde mich direkt oberhalb des Tunnelportals mit Blick nach unten auf den Bahnhofsteil Haigenbrücken West. Diese im Bild zu sehenden Signale, das sind die Ausfahrsignale des Bahnhofs Haigenbrücken. Der Bahnhof Haigenbrücken ist also relativ lange und der Tunnel, der Schwarzkopftunnel, liegt komplett im Bahnhof. Und auf der linken Seite dieser Gleisstutzen, der endet dort nach wenigen Metern kurz vor den Bäumen. Das ist der sogenannte Schiebelokstutzen. Da kann die Schiebelok ausweichen, wenn die Rückfahrt durch die Gleisbelegung durch andere Züge auf der Rampe nicht sofort möglich ist und aber von unten ein Zug kommt und die Schiebelok zur Seite muss. Bevor die Schiebelok rein oder raus kann in diesen Gleisstutzen, muss zuvor noch durch den Fahrdienstleiter in Haigenbrücken auf der anderen Seite des Tunnels eine Gleissperre in diesem Stutzen abgelegt werden und dann über das DRS-2-Stellwerk die Weiche gedreht werden, das Sperrsignal auf Fahrt gebracht werden und dann kann die Schiebelok da reinrangieren bzw. rausrangieren. Stündlich kommen hier auf der alten Spessartrampe die ICE-Züge der Linie 41 München-Essen bzw. München-Dortmund durch. Hier im Schwarzkopftunnel ist so ziemlich der langsamste Teil des ganzen Weges, denn durch den Schwarzkopftunnel dürfen sämtliche Züge nur mit 70 km/h durchfahren. Als ich Ende der 1990er Jahre im Stellwerk Haigenbrücken meine Ausbildung zum Fahrdienstleiter zum Teil absolvierte, war es so, dass die Baureihe 140 900 Tonnen die Rampe hochschleppen durfte ohne Schubunterstützung. Die Baureihe 151 durfte 1050 Tonnen ohne Schubunterstützung die Rampe mit hochnehmen und die Baureihe 150, welche damals noch gefahren ist, die durfte als Maximum 1100 Tonnen die Rampe hochschleppen. Den Wert für die Baureihe 152 habe ich nicht mehr im Kopf, aber der war irgendwo zwischen dem 900 Tonnen und den 1050 Tonnen zwischen der Baureihe 140 und der Baureihe 151 angesiedelt.
Im 2-Stunden-Takt kommen die Züge der Linie 31 bzw. 91 hier durch. Das ist die Linie Hamburg, Dortmund, Köln, Frankfurt am Main und dann weiter Richtung Nürnberg, Regensburg. Als Linie 31 bzw. die Linie 91 von Dortmund her kommend über Köln, Frankfurt nach Wien. Die alte Spessart-Rampe war der Steigungsabschnitt der Main-Spessart-Bahn zwischen Laufach und Haigenbrücken. Die durchschnittliche Neigung auf diesen 5,4 Kilometern Strecke betrug 19 Promille, die maximale Neigung betrug 21,7 Promille. Die Strecke hat dabei einen Höhenunterschied von 175 Metern über Meer auf 275 Metern über Meer überwunden und war damals, als die Strecke Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, eine der steilsten Eisenbahnstrecken. Auch beim stündlichen Regionalexpress zwischen Frankfurt und Würzburg bzw. Bamberg hat sich einiges geändert. Damals in 2017 war das noch eine Domäne der Baureihe 146.2 mit manchen Zügen, die von der Baureihe 111 zum Teil in Sandwich-Traktion gefahren wurden. Mittlerweile werden diese Leistungen komplett durch die Baureihe 445 erbracht. Der Querschnitt des Schwarzkopftunnels begrenzte damals in 2017 die Güterzüge in ihrer Höhe. So waren vor dem Neubau der Spessart-Rampe kaum Züge mit KLV, also mit Sattelaufliegern, Wechselbrücken und Containern auf der Strecke zu sehen. Seitdem die Strecke neu gebaut wurde mit größeren Tunnelprofilen, hat sich hierhin sehr viel Verkehr verlagert. Etwa 200 Meter vorm rechten Bildrand steht das Signal TS1, Nachschieben einstellen. Dementsprechend hat der Lokführer der Schiebelok die Zugkraft zurückgenommen und hat sich zurückfallen lassen, um dann vor dem Zwischensignal vor dem Schwarzkopftunnel anzuhalten und dort auf die Zustimmung zur Rückfahrt zu warten.
Hier an der Spessartrampe durften sich schon einige Lokomotivbaureihen austoben. Das war die Bayerische Mallet-Dampflokomotive GTL 2x44. Dann kam die V188, die dieselelektrische Lokomotive der Wehrmacht. Später dann die Baureihe E40, 140, dann die Baureihe E50, 150. Zwischendurch die Baureihe E94, das deutsche Krokodil, und zuletzt dann wieder die Baureihe 151. Der Regionalexpress aus Frankfurt verlässt hier gerade den Schwarzkopftunnel, um vor dem Fadenzeiler Heigenbrücken vor dessen Stellwerk vorbeizufahren. Das Stellwerk war im Empfangsgebäude des Bahnhofs Heigenbrücken im Erdgeschoss auf Bahnsteighöhe untergebracht und dann anschließend in den gebogenen Bahnsteigen mit höhengleichen Überwegen zu halten. Bedingt durch die Lage der Bahnsteige in dieser Kurve und durch das Nichtvorhandensein einer Unterführung bzw. Überführung wurden sämtliche haltenden Reisezüge im Bahnhof Heigenbrücken von der örtlichen Aufsicht abgefertigt. Diese örtliche Aufsicht war am Tag während den Schalteröffnungszeiten der Schalterbeamte des Fahrkartenverkaufs Heigenbrücken, und nach dessen Öffnungszeiten, wenn der Schalter geschlossen war, musste der Fallenzeiter Heigenbrücken rausgehen, sich die rote Mütze aufsetzen und dann die Züge abfertigen und ihnen mit dem ZP9-Stab den Abfahrauftrag geben. Ein Türchen, das nur vom Fadenzeiler geöffnet werden konnte, sicherte hierbei den Zugang zu den Bahnsteigen, so dass sich, wenn das der Fadenzeiler nicht wollte, niemand unbefugt im Bahnsteigbereich aufhalten konnte. Während der Schichten, die ich in meiner Ausbildung in Heigenbrücken verbracht habe, ist mir immer noch das Bild in Erinnerung geblieben, als die Baureihe 103, die Eurocities bzw. Intercities, führend hier durch den Bahnhof Heigenbrücken durchgekommen ist. Der Lokführer musste ja bremsen, da von Wiestal her, also von Gemünden her, eine Geschwindigkeitsreduktion von 120 über 90 auf letztendlich 70 kurz vor der Kurve im Bahnhof durchzuführen war. Die Baureihe 103 hat dann den Strom, den sie mit ihren Fahrmotoren erzeugt hat, in den Bremswiderständen in der Lok verheizt und diese Hitze dann als Abwärme durchs Dach rausgeblasen. Das war für mich immer ein sehr, sehr schöner Anblick, wenn diese Baureihe 103 dann kam und die Luft über der Lokomotive geflimmert hat durch die Abwärme der Bremse und die sich dann mit ihrem Zug, mit ihrem Intercity oder Eurocity in die Kurve reingelegt hat und dann durch den Bahnhof Heigenbrücken durchgerollt ist, um letztendlich im Schwarzkopftunnel zu verschwinden. Damals war auch noch eine Garnitur dabei gewesen, die aus blauen MAV, also Wagen der ungarischen Bahn, gebildet waren. Das müsste der Eurocity 23 gewesen sein. Der fuhr damals von Dortmund bis nach Budapest. Die Zugnummer des Zuges in der Gegenrichtung habe ich nichts mehr parat. Das war jedenfalls ein Zugpaar. Und das war für mich dann in der Ausbildungszeit das Größte, mit dem Zug runter nach Aschaffenburg zu fahren und dann mit diesem ungarischen Eurocity nach Würzburg zu fahren, um mit dem nächsten Regionalexpress wieder zurück nach Heigenbrücken zu fahren. Das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Eine andere Anekdote ist die, als in dieser Zeit, Ende der 1990er Jahre, irgendein Zug im Zulauf auf Heigenbrücken noch gefehlt hat. Und da kam es irgendwie in Konflikt mit der Durchfahrtszeit eines der Intercities. Und dann beauftragte mich der diensthabende Fahrdienstleiter, in Krotzeburg anzurufen, um dort nach dem Verbleib dieses Zuges zu fragen.
Ich als ursprünglich aus der Nähe von Hammelburg stammender Mitarbeiter der Deutschen Bahn wusste mit dem Begriff Krotzeburg nichts anzufangen, habe dann mehrmals blöd nachgefragt und habe immer wieder als Antwort Krotzeburg gekriegt, bis dann endlich der diensthabende Fallleiter mir sagte: Ruf doch bitte mal in Großkrotzenburg an. Großkrotzenburg war mir natürlich als nicht regionaler Mitarbeiter auch nicht besonders bekannt gewesen. War auf jeden Fall eine lustige Situation. Ich habe in Großkrotzenburg angerufen. Der Fahrdienstleiter dort meldete sich mit Krotzeburg und gab mir die gewünschte Auskunft. Und ich wusste damals immer noch nicht, wo denn Großkrotzenburg regional einzuordnen war, bis dann endlich der Fahrdienstleiter mir im Eisenbahnatlas zeigen konnte, wo Krotzeburg denn liegt. Seitdem kenne ich auch den Bahnhof Krotzeburg. Außerhalb von Heigenbrücken, dort wo der neu gebaute Tunnel Falkenberg endet, wird der neue Haltepunkt Heigenbrücken zu dieser Zeit gebaut. Es liegen noch keine Gleise, die Fahrleitungsmasten stehen aber schon und rechts davon wird auf der alten Strecke noch der Zugbetrieb durchgeführt. Ich hatte damals diese Kamera, mit der ich gefilmt habe, relativ neu gehabt und war auch noch in der Filmerei überhaupt relativ neu und sehr unerfahren. Deswegen kam es dann auch gleich zu einer blöden Situation. Ich habe an der Kamera unbemerkt etwas verstellt gehabt und dadurch habe ich die Aufnahme vom Henkelzug leicht versaut. Habe jetzt mit der Software das Ganze noch ein bisschen versucht zu retten. Es ist suboptimal, aber auch im Jahr 2017 war eine Baureihe 140 vor einem Güterzug schon etwas Besonderes. Deswegen habe ich diese Aufnahme drinnen gelassen. Meiner damaligen videotechnischen Unerfahrenheit ist es leider auch geschuldet, dass ich von dem Abschleppmanöver, den der gelbe MAN dem blauen Mercedes Actros leistete, leider keine Aufnahme habe. So kann ich euch nur sagen, dass der Actros es mehrmals versucht hat, hier rückwärts aus diesem schlammigen Abschnitt die Rampe hochzufahren, es nicht geschafft hat, dann irgendwann abgebrochen hat. Und dann wurde einer der gelben MANs vorgespannt, der dem Actros auf die Straße hochgeholfen hat.
Wir sind am Ende dieses kurzen Films vom 7. März 2017 angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde demnächst noch mehr Filme aus dieser Zeit überarbeiten und hochladen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Tut meinen Kanal bitte abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus.